Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, heute sind wir bei einem ganz besonderen Pilotprojekt, bei dem autonomen Bus-Shuttle, das hier von der Experimenta bis zum Hauptbahnhof fahren wird. Erstmals für Passagiere ab Montag. Und was sich dahinter alles verbirgt, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, künstliche Intelligenz ist ja ein Schlüsselthema für die Region und das hat hier sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, denn dieses Shuttle, das wird nicht auf einer vorgegebenen Strecke fahren, also abseits vom Verkehr, sondern mitten im Verkehr, quert dann auch die Schienen, deswegen ist es deutschlandweit auch einzigartig und entstanden auch in der Kooperation zwischen der Hochschule Heilbronn und dem Forschungszentrum in Karlsruhe und die Passagiere, die können dann hier einsteigen und kostenlos bis zum Bahnhof fahren und was sie dann erleben und wie man auch Hindernissen ausweichen kann mit diesem Shuttle, in dem eben kein Fahrer sitzen wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, also jetzt haben wir die ersten Meter schon zurückgelegt und wie das dann funktioniert und wie dieses Shuttle ohne Fahrer, wie gesagt, dem Verkehr ausweichen kann, den Gegenständen ausweichen kann, das sieht man ganz gut, wenn man es mal von außen beobachtet. Interessant auch, man fährt mit 20 km/h und wenn es dann am Montag losgeht, dann kann man sozusagen in verschiedenen Taktungen zusteigen, je nachdem, wie die Frequenz da ist. Wie gesagt, kostenfrei für all diejenigen, die es mal testen, die es mal probieren wollen. Und das Ganze ist natürlich auch etwas, das nicht nur einen Zeitraum von wenigen Monaten hat, sondern das soll wachsen und gedeihen und ist damit natürlich auch ein wichtiger Schlüssel für die Mobilität der Zukunft. Ja, insgesamt sind zwei Shuttle auf dieser Strecke unterwegs und man hat schon gesehen, wie man hier auch, das ist ja das deutschlandweit einzigartig, das Einzigartige, wie man die Schienen überquert, wie man eben den Fahrzeugen und den Gegenständen ausweicht. Und man hat hier im Innern auch ein Display, wo man nochmal gut sehen kann, wo sich das Shuttle jeweils befindet und was sich in der direkten Umgebung dieses Shuttles dann auch so alles abspielt. Und wie gesagt, da wurde seit Juli vergangenen Jahres dran gearbeitet. Im März ging dann die Testphase los und das Ganze soll sich immer weiterentwickeln, soll auch den Bildungscampus besser anbinden und vor allen Dingen natürlich eine gute Alternative für den Nahverkehr darstellen. Und damit das Ganze auch sicher abläuft, logischerweise ist hier drin Anschnallpflicht im Shuttle gegeben. 5 Passagiere können gleichzeitig mitfahren und wir fahren jetzt zurück Richtung Experimenta. Ja, jetzt hat man natürlich auch eindrucksvoll gesehen, wie dieses Shuttle ausweicht, wenn plötzlich ein Auto auftaucht. Und wie gesagt, das alles ohne Fahrer, vollkommen automatisch. Hier kommt also die künstliche Intelligenz zum Tragen. Und das Ganze wird ja finanziert von Schwarz Mobility. Und man darf das natürlich in dem Fall auch nicht verwechseln mit dem Shuttle-Betrieb in Bad Wimpfen. Das ist ja ein Betrieb von der Schwarz-Gruppe, von Lidl dementsprechend. Hier geht es um ein Forschungsprojekt, das weiter wachsen und gedeihen soll und das noch eine ganz besondere Überraschung hier zu bieten hat und die schauen wir uns jetzt an. Ja, also wirklich ein spannendes Projekt der Schwarz-Stiftung. Und wenn man auch sieht, wie die Poller sich dann entsprechend absenken, wenn hier dieses Shuttle hereinfährt und dann vor allen Dingen dann auch an diesen Blumengestecken vorbei. Also da ist schon sehr, sehr viel dahinter und man kann gespannt sein, wie sich das in der Zukunft noch entwickelt. Ja, mit Spannung verfolgen viele Leserinnen und Leser auch unser Projekt 12 Monate, 12 Regionen. Und da sind wir jetzt im Bottwar und Schutzachtal und freuen uns natürlich entsprechend auf eine Lokaltour, ähnlich wie wir ja in Mückmühl, in Heilbronn oder eben auch zuletzt in Pfedelbach waren. Da gibt es immer ganz spannende Anregungen, auch kritische Dinge, die wir verfolgen können. Und da wollen wir natürlich auch all das wieder transportieren, was die Region auszeichnet, wenn man sich mal die Region etwas näher anschaut. Und gerade in diesen Sommermonaten, wo doch der eine oder andere mal ein bisschen mehr Zeit hat, kann man die Region ganz besonders genießen. Und dazu bietet natürlich diese Aktion und jede Menge andere einiges an Tipps, die man entsprechend dann auch umsetzen kann. Ja, umsetzen müssen die Kommunen, die Städte und Gemeinden jetzt endlich auch mal die Einsparlisten und die konkreten Schritte, was man denn in Sachen Gasknappheit zu tun gedenkt. Es ist schon ein Witz, dass jedes Dorf, jede Stadt einen eigenen Krisenstab macht, eine eigene Vorschlagsliste macht. Die einen wollen das Licht abschalten, die anderen beheizen die Bäder noch, wieder welche, die beheizen die Bäder nicht. Da muss doch eine bundesweit einheitliche Regelung her und zwar sofort, so wie es in Spanien
Spanien beispielsweise der Fall ist, wo man einfach sagt, nachts wird nicht mehr beleuchtet. Wenn es doch um jede Kilowattstunde geht, dann müssen einschneidende Maßnahmen endlich ergriffen werden. Und die sind natürlich unangenehm, aber je früher man sie umsetzt, umso besser wird es sein. Und es schadet nun niemandem, wenn er auch mal zwischendurch tatsächlich kalt duschen wird. Es ist ja zeitlich überschaubar. Und das große Wehklagen, das da einsetzt, das sorgt manchmal durchaus für Kopfschütteln. Ja, kein Kopfschütteln, sondern vielleicht zustimmendes Nicken erwarten wir uns dann am Sonntag beim großen Kraichgau-Stimmetag auf der Gartenschau in Eppingen. Viele, viele Aktionen gibt es der Stimme Mediengruppen, von unseren Abteilungen, von den verschiedenen Tochterunternehmen, von der Redaktion insgesamt. Und da kann man sich darauf freuen, ob auf der Diefenbacher Bühne, auf der Sparkassenbühne, auf dem gesamten Aktionsfeld. Und wir haben auch ein tolles Gewinnspiel vorbereitet, einerseits von Meine Stimme, wo es ein iPad zu gewinnen gibt und dann natürlich insgesamt beim großen Abschiedstalk mit Musik dann ab 17 Uhr auf der Diefenbacher Bühne. Und da kann man ein Buga XXL VIP-Paket gewinnen, alles frei für nächstes Jahr 2023 in Mannheim. Also das Mitmachen lohnt sich und wir freuen uns auf viele spannende Begegnungen am Sonntag dann im Kraichgau. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.